ist der 13. September 2016, noch wenige Tage bis zur Wahl zum Abgeordnetenhaus. Und ich habe hier die Spitzenkandidatin Andrea. Und ich habe, jetzt habe ich deinen Namen schon wieder vergessen. Leumo. Ja, du bist der Zweite und der Landesvorsitzende. Der zweite Spitzenkandidat und der Bundesvorsitzende. Der Bundesvorsitzende von Kreuzberg Friedrichshain. Nein, von der Bergpartei, die Überpartei. Die Überpartei. Mhm. Gut. Ich bin die Schatzmeisterin. Du bist die Schatzmeisterin, aber du bist die Spitzenkandidatin. Ja. Ich habe gewonnen. Ihr habt ja ein Wahlziel, die absolute Minderheit. Genau. Ja? Stehst du unter Minderheitenschutz? Das ist jetzt eine Fangfrage. Das ist keine Fangfrage. Man muss das ja. Was hast du gefragt? Ja, ob ihr unter Minderheitenschutz steht, weil ihr ja die absolute Minderheit wollt. Das wäre schön. Ja. Nee, aber Minderheitenschutz ist ja auch schon wieder so eine. Deswegen Fangfrage. Wer soll uns denn beschützen? Minderheiten muss man empowern. Die Gesellschaft muss euch schützen. Nee. Nee, ihr wollt nicht, dass die Muss uns einfach machen lassen. Ja. Leben lassen. Also das heißt, ihr habt eure eigenen Ziele, eure eigenen Wertvorstellungen vom Leben. Und was bewegt dann dich zu kandidieren für die Abgeordnetenhauswahl? Also der Hauptgrund war ja eigentlich Wahlkampf. Also der Bewusstseinsbildung. Ja. Teilnahme an der Bewusstseinsbildung der Gesellschaftlichen durch Wahlkampf. Und was kannst du mir vermitteln? Dass unsere Plakate auf jeden Fall schöner sind. Das waren sie aber schon immer. Ja. Ja, das ist ja nicht so. Wir stehen hier in der Frankfurter Allee, ja, mitten auf dem Mittelstreifen. Ist das ein besonderer Ort, den ihr euch ausgesucht habt? Oder aus welchem Grund habt ihr euch hier niedergelassen? Ja, ich habe das ja hier hingestellt. Ja. Der Grund war, weil man dann so schön diese Flucht sieht von der Straße. Ja. Ne? Frankfurter Tor und da hinten dann den Fernsehturm. Das ist traditionell hier eine unserer Lieblingsmittelinseln. Ja. Und das ist tatsächlich erlaubt? Ja, das ist so ein Graubereich. Da weiß ich jetzt auch nicht so Bescheid. Aber ihr werdet ja von niemandem, ihr stört ja niemanden. Naja, wir lenken ja schon ein bisschen die Autofahrer ab, aber die werden ja sowieso ständig abgelenkt. Ja, etwas wollte ich auch sagen. Genau, das ist ja also keine neue Erfahrung. Das ist keine neue Erfahrung. Insofern ja. Die Umgebung ist genehmigt. Genau. Ja. Genau. Also muss es ja. Ja. Aber ich möchte trotzdem wissen, so 3, 4 Stichpunkte. Habt ihr ein Wahlprogramm? Wir haben ein Parteiprogramm. Ein Parteiprogramm. Das wird noch überarbeitet. Das wird noch überarbeitet, aber kannst du vielleicht schon mal dieses Geheimnis verraten, was 3, 4 Punkte, was da drin steht? Zum Beispiel Enteignung ist ein hartes Wort, 100% Erbschaftssteuer. Ja. Existenzgeld, also das, was mittlerweile als bedingungsloses Grundeinkommen bekannt ist, heißt bei uns noch immer noch Existenz. Also sanktionsfreies Grundeinkommen oder wie das, oder bedingungslos. Ja, bedingungslos ist ja automatisch, beinhaltet ja schon die Sanktionsfreiheit. Ja. Sagen wir zwei. Ist es ja, Wie mehr fallen dir nicht ein, Jens? Ja, auf die Schnelle nicht. Jetzt, ich war ja nicht vorbereitet. Du bist doch die Spitzenkandidatin. Ich bin ja echt Mist. Ich finde, wir sind halt total, also das Problem ist, wir sind halt so fundamentalistisch, dass selbst jetzt Existenzgeld, Geld ja schon falsch ist. Ja, verstehst du? Ja. Deswegen ist es so mit Realpolitik mit uns schwierig. Da muss man sich erstmal drauf einstellen, jetzt versuche ich das mal. Das heißt, ihr seid hier des Wahlkampfs wegen und nicht wegen eines Programms, einer Forderung oder sonst irgendwas. Nicht direkt. Natürlich haben wir auch Forderungen, aber in erster Linie geht es ja auch darum, Leute dazu zu befähigen, selber zu denken. Ja. Also mir zumindest. Also da spreche ich jetzt für mich persönlich. Also eure Aufgabe seht ihr da drin, die Leute zum Denken zu bringen? Auch. Das ist doch nicht schlecht, das ist doch schon mal was. Fühlen. Ja. Nicht nur denken, sondern auch fühlen. Ja. Also auch ein Verwirrtheitsgefühl, wenn man ein lustiges Plakat von uns sieht und denkt, was wollen die jetzt eigentlich damit sagen? Das ist auch schon. Ja, also
Also ich mache, soll ich dir sagen, warum ich das eigentlich mache? Weil ich möchte eine Partei, ich möchte, dass es eine Partei gibt, die ich Lust habe zu wählen. Ja. So. Aber das ist ganz egal, ob man uns wählt. Also ich, für mich, bin froh, dass es dann wenigstens diese eine kleine Partei gibt, wo ich sagen würde, das ist wirklich das allerkleinste Übel. Ja, okay, ja gut, das kann man ja so sagen. Dann, wenn ihr die absolute Minderheit hättet, ja, gibt es eine Wahlparty? Die Wahlparty gibt es auf jeden Fall. Die gibt es immer. Die gibt es auf jeden Fall. Die Wahlparty gibt es, ja. Ja. Ganz unabhängig davon, wer uns wie wählt oder auch nicht. Ja. Neben dir steht dein Bodyguard. Ja. Ist es schwer, sie zu beschützen oder ist sie sehr zahm? Also, soweit, dass wir meistens eh gar nicht so weit die Wege laufen, hält sich das schon noch in Grenzen auf jeden Fall. Du hast noch keinen körperlichen Einsatz gehabt. Körperlichen Einsatz, wie ist die Frage gemeint? Ja, um sie zu schützen. Also, nein. Das heißt, ihr seid ganz liebe, ganz nette. Und da fragst du jetzt die Falsche. Ja, wollte ich gerade sagen. Was? Die ist nämlich nicht lieb und nett. Frag sie mal. Du bist wild und gefährlich. Ja. Muss ich ein Stück zur Seite gehen. Aber da kann man gehen. So mit Internet nicht so viel sagen. Bei mir kann man alles sagen. Weil ich bin überzeugt davon, dass einige Leute doch wissen wollen, was sind das für Leute eigentlich. Ja? Die haben nicht nur schöne Wahlplakate, die können auch was sagen. Und wenn sie nur sagen, schön ist es im Wahlkampf oder wir machen Wahlkampf, damit die Leute nachdenken. Ist das, kann man das so zusammenfassen? Da kann sich jeder, also man kann sich mit uns identifizieren, ja. Muss man aber nicht. Und es geht halt auch nicht darum, dass man in einem Interview plötzlich einem alles klar ist. Da muss man sich dann selber mal irgendwie informieren, was das eigentlich soll mit der Bergpartei. Also im Schnelldurchlauf bin ich ganz schlecht. Wo kann man sich eigentlich informieren? Wir haben eine Internetseite. Da findet man, glaube ich, sogar das Parteiprogramm, oder? Das gibt es, glaube ich, sogar im Internet. Also wir haben ja zwei Parteiprogramme. Ein kurzes für Leute, die nicht so eine lange Aufnahmespanne haben, so wie ich. Und das ist von der Bergpartei. Das sieht man dann auf der Seite gleich. Wenn man da runterscrollt, so. Sag mal die Adresse. www.bergpartei.de. Ja. Und dann gibt es aber noch ein sehr langes Parteiprogramm, das ist von der Überpartei. Wenn man sehr viel Zeit hat, kann man sich das auch durchlesen. Ah ja. Das waren nicht mal zwei Parteien und die sind fusioniert. Ist aber schon eine Weile her, oder? Ja. Also aus der Überpartei. Und der Bergpartei wurde jetzt die Bergpartei. Wurde Bergpartei die Überpartei? Bergpartei die Überpartei, genau. Ja. Aber wenn du das Wahlprogramm so gut kennst, habt ihr auch eine Präambel? Präambel? Ja. Kann man sagen, Wachstum als Holzweg war so unsere erste Präambel. Ja. Im Zeichen der Schnecke. Klein, aber langsam, du weißt schon. Ja. Und dann sind da mehr dazu gekommen. Erfolg als Bedrohung oder Fahrräder brennen nicht, hatten wir hier. Mut zur Lücke, genau. Und dann haben wir nämlich alle natürlich überlegt mit Henkel, ne, was machen wir mit Henkel hier in Friedrichshain. Alle Thinktanks angeworfen, was geht mit Henkel, Henkelklopfer. Die Partei hat dann gemacht, Henkel stürzen. Ja. Ziemlich gut. Aber wir sind eigentlich für Mumm statt Henkel. Ja. Ist es schlimm, wenn ich das jetzt nicht verstehe? Pass auf, es ist. Was heißt Berlin? Hat einen Polizeioberboss, also der Innensenator, aber trotzdem, er ist dadurch quasi der Chef der Polizei. Und, aber du meinst diese Fehlbesetzung? Wie auch immer. Ja. Er ist besetzt und er möchte mit einem Trick Bürgermeister werden, der ihm aber nicht gelingt. Er hat halt quasi hier so ganze Straßenzüge als Gefahrengebiet erklärt, weil irgendwo irgendwelche Linksextremisten erspäht wurden in irgendeinem Haus. Ah, ja. Und dann waren da monatelang irgendwie überall Polizeikontrollen. Anwohner mussten sich die ganze Zeit ausweisen. Und Rigastraße. Rigastraße, das ist gleich hier um die Ecke, ja. Riga ist parallel. Aber wir wollen jetzt nicht so kleinlich sein. Nee. Ja. Und Gefahrengebiet ist ja sowieso der halbe Nordkiez. Ja.
Aber dann habt ihr doch einen politischen Gegner. Wir haben eigentlich nur politische Gegner. Ja. Also die SPD ist auch politischer Gegner. Ja. Nicht nur die CDU. Und auch die FDP. Und die Grünen. Die Grünen, genau. Und fast auch schon die Piraten. Die sind uns nämlich, obwohl allen erklärt wird, die sind so ein Chaoshaufen. Uns sind die zu spießig. Die Linkspartei möchten wir eigentlich am liebsten von links unten aushöhlen. Aber die finden wir noch am... Übernehmen praktisch. Ihr wollt die Linkspartei am liebsten übernehmen. Nein, wir wollen ja gar nichts übernehmen. Wir wollen ja einfach klein bleiben. Ja. So, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber sehr nahe stehen wir natürlich der Partei, die Partei. Ja. Wobei eben Satire für uns so auf Dauer dann auch nicht genug ist. Ja. Und ich könnte auch nicht, auch als Parodie jetzt nicht mit einem Anzug und einem Schlips rumlaufen. Und immer das Gegenteil sagen, was ich meine, das ist auch sehr lustig und sehr entwaffnend. Und deswegen sind die auch sehr erfolgreich, weil das Einzige ist, was man da noch gegen machen kann, ist darüber zu lachen. Ja. Siehst du es genauso? Ja. So ähnlich, ja. So ähnlich. Ist es als Frau in der Bergpartei, die Überpartei, schwerer oder leichter, eine Funktion zu übernehmen? Also die Funktion zu übernehmen ist eher leichter. Die waren froh, dass sie jemand hatten. Genau. Ja. Also generell ist es, glaube ich, nicht so schwierig, in der Bergpartei eine Funktion zu übernehmen. Ja. Sehr überschaubar, ja. Ja, und im Notfall findet man ja dann auch andere Funktionen. Wenn jemand unbedingt eine Funktion haben möchte, würde man eine finden, bin ich mir sicher. Aber es ist an manchen Punkten bestimmt auch nicht immer das Leichteste. Ja. Wenig Frauen sehe ich hier, deshalb frage ich. Ja. Ja. Aber deswegen bin ich ja jetzt da. Vielleicht animiert es ja auch Menschen zu sagen, guck mal, da gibt es eine Frau. Und verraten können wir auch noch, auf der Liste ist er der einzige Mann. Wir sind zwei Frauen auf der Liste und er ist der einzige Mann. Genau, und auf Platz 3 ist Bernadette Lahengst. Vielleicht hast du von der schon mal gehört. Das ist doch eine Sängerin, oder? Genau, ja, ja. Ja, ja, genau. Aha. Mhm. Und das seid ihr ja gut aufgestellt. Genau. Ja. Was würdest du jetzt machen? Angenommen, du würdest ins Abgeordnetenhaus gewählt werden. Angenommen. Würde ich aber gar nicht. Ich wollte nämlich fragen, würdest du dieses Amt eigentlich annehmen? Die Frage stellt sich leider gar nicht. Das werden wir immer gefragt. Ich kenne die Frage schon. Ja. Irgendwie ist sie blöd, weil natürlich würden wir dann da hingehen und nicht schwänzen, oder? Wir würden uns das auf jeden Fall mal angucken, was da abgeht. Ja. Also ich habe auch schon parlamentarische Politik gemacht, im Kleinen. Ich war mal in der Uni, im Uniparlament. Ah ja, okay. Ich weiß, wie das funktioniert. Aha. Mhm. Und so mit Anträge vorher schreiben und so. Also da ist ja schon einschlägige Erfahrung und, drin. Über ja. Tagesordnungen abstimmen und so. Ja. Das kenne ich schon. Würdest du da mitmachen? Bei Tagesordnungen abstimmen und sowas? Na klar. Oder wärst du gegen Tagesordnung sowieso? Nö. Ja? Also ich würde mir das erstmal reinziehen. Wenn ich dann das Gefühl habe, da ist nicht zu retten, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr hingehen. Aber vielleicht würde mich ja da die Leidenschaft packen dann auf einmal. Ja. Ich möchte nur ein bisschen tiefer in die Materie eindringen, um den Leuten, die das dann sehen, auch vielleicht ein bisschen erklären zu können. Wenn ihr eine Sitzung habt oder wie heißt es bei euch, Parlament oder Treffen. Euer Treffen habt, gibt es da eine Tagesordnung? Nö. Nee? Naja, manchmal. Ja, logisch gibt es da eine Tagesordnung. Keine formelle. Doch, hinterher gibt es da immer eine formelle Tagesordnung. Ach, die gibt es hinterher dann? Ja. Ja? Das finde ich natürlich auch. Ich meine, formelle Tagesordnungen, die werden vorher rumgeschickt und abgesegnet. Sowas haben wir nicht. Ja. Ja. Warum fragst du das? Nein, weil man das ja eigentlich auch mal verstehen will, wie läuft es bei euch ab? Wir sitzen dann da und reden. Ja. Bei Wein, Bier und oder unterschiedlich, manchmal auch bei Martin. Ihr habt ja kein Parteilokal, oder doch? Naja, so halb, also kein eigenes, aber die beherbergen uns. Dürfen wir die Werbung machen da? Natürlich. Sollen wir Werbung machen für unsere Herberge? Jetzt habe ich es nicht verstanden.
Also wir haben Asyl. Wir haben Asyl bekommen von einer sehr duften Bar, die sich ein bisschen gelangweilt hat vor lauter Touristen und haben gesagt, wir bräuchten noch ein paar Spinner, die hier ein bisschen rumhängen bei uns. Ja. Und dann haben wir gesagt, das ist eine Win-Win-Situation. Ja. Und welche Bar ist es? Kannst du ruhig einen Namen nennen? Die heißt Crack Bellman, die ist auf dem RAW-Gelände, in dem kulturellen L. Ja. Ja. An dem Eingang, wo es auch zum Cassiopeia und so geht und zum Weißen Hafen. Also mittendrin. Genau. Ja, mittendrin. Was steht jetzt noch auf dem Programm bis Sonntag? Abwarten. Und Tee trinken. Gut ausruhen, damit wir dann bei der Wahlparty auch alle fit sind. Habt ihr noch mal eine Aktion? Bestimmt, also das wird sich spontan ergeben, würde ich sagen. Also wenn dann ich habe gelesen, morgen auf dem Moritzplatz oder ach ja, so. Ja, morgen gibt es noch einen Fototermin auf dem Moritzplatz. Ja. Wir haben ja das hier auch schon auf dem Moritzplatz gemacht. Ja. Und wir probieren jetzt halt so verschiedene Mittelinseln aus, was man da so machen kann. Eigentlich seid ihr Künstler. Nicht alle. Das ist ja ein buntes Mix. Die das machen, hast du das gemacht? Genau, ja. Ich habe das aber auch mit Nicht-Künstlern zusammen gemacht. Ja. Gefällt mir nämlich sehr gut. Ich finde es schön. Du bist hast keine künstlerische Ader. Na, das ist halt die Frage, wo die Grenze zwischen Kunst und Handwerk ist. Ja. Also ich bin durchaus handwerklich begabt. Ich kann einen Pinsel schwingen. Sehr gut, sehr gut. Ja. Dein Bodyguard hatte ich gerade angeguckt, als hätte er ein Zimmer zu streichen. Ja. Ja, der streicht mein Zimmer. Ja. Dafür habe ich die. Also dann weiß ich jetzt eigentlich alles oder habe ich was vergessen? Das Gefühl, du weißt gar nichts. Du hast gar nichts verstanden? Ist es das, was du durch die Blume sagen willst? Natürlich habe ich das jetzt verstanden. So. Ich habe es vorher nicht verstanden. Okay. Aber habe ich was vergessen, was euch besonders wichtig ist? Das fällt mir gar nicht ein. Bestimmt hinterher, wenn ich das jetzt hier angucken würde, würde ich denken, hätte ich doch jetzt das und das gesagt. Ja, das ist aber normal. Ich habe noch was. Ja. Ein Abschlusswort. Es ist nie zu spät für eine glückliche Pubertät. Von wem ist dieser Spruch? Das ist eins unserer Plakatsprüche. Ja? Kann man sich mit anfreunden? Ja. Ja. Dann bedanke ich mich vielmals. Ich wünsche euch auf jeden Fall, egal wie es ausgeht, eine schöne Wahlparty. Ja, die werden wir haben. Im Krieg immer. Danke, danke. Darf ich noch ein Gedicht aufsagen zum Schluss? Ja, natürlich. Das Problem mit der Zeit, ab heute alles Vergangenheit. Die Gegenwart hat einen Haken. Man kann nicht auf ihr parken. Die Geschichte hat einen Fehler, zu viele Erzähler. Unser Jetzt zerfetzt. Was du willst, schmilzt. Sehr schön. So sieht's aus. Ich kann jetzt nicht klatschen, weil sonst will ich das Mikrofon aussagen. Genau. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals, wünsche euch noch viel Spaß. Danke, danke. Dir auch. Und toi, toi, toi. Dankeschön.